9 Uhr ist es. Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie zu einer ZIP-Spezial an diesem Donnerstag, an dem der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Parlamentsveranstaltung per Video eine Rede im österreichischen Nationalrat halten wird. Beginn ist in wenigen Minuten und bevor wir gleich live ins Parlament schalten, schauen wir noch nach Rom. Dort befindet sich Papst Franziskus im Krankenhaus. Der 86-Jährige musste gestern überraschend eingeliefert werden und soll die kommenden Tage dort verbringen. Grund ist eine Atemwegsinfektion. Gestern Vormittag hat Franziskus noch seine wöchentliche Generalaudienz auf dem Petersplatz abgehalten. Weil er aber seit einigen Tagen Atemprobleme hat, wurde er danach ins Krankenhaus Gemelli gebracht. Um Covid soll es sich nicht handeln. Wie lange der Papst im Krankenhaus bleiben muss, ist unklar und damit auch, ob Franziskus die kommenden Osterfeierlichkeiten im Vatikan zelebrieren kann. Und wir schalten jetzt live zu Alexander Hecht nach Rom. Papst Franziskus soll heute weitere Untersuchungen bekommen, heißt es. Laut Medienberichten könnte er eine Lungenentzündung haben. Das wurde aber bisher nicht bestätigt. Was wissen Sie? Es heißt Lungenentzündung, eine leichte Lungenentzündung oder eine Bronchitis. Genauer bestätigt ist das noch nicht worden. Wir erwarten für Mittag ein neues ärztliches Bulletin. Es heißt aber, die Nacht sei ruhig verlaufen. Der Papst habe eine ruhige Nacht im Gemelli-Krankenhaus in der Klinik der Päpste, wie es auch heißt, in Rom verbracht. Es geht natürlich jetzt die Sorge um, dass ein 86-jähriger Mann, der einen sehr, sehr anstrengenden Job hat, möglicherweise doch mehr gesundheitlich mitgenommen ist, als man das in der Öffentlichkeit bisher wahrgenommen hat. Es ist aber von allen offiziellen Stellen derzeit eher einmal Beruhigung angesagt worden. Es heißt, dass die Probleme, die der Papst hat, in Kontrolle sind und daher erwarten wir für den Vormittag dann weitere Informationen, wie es dem Papst geht. Alexander Hecht, herzlichen Dank für die Berichterstattung. Kommen wir jetzt zum Anlass für diese heutige Sondersendung. Das ist die Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky bei der heutigen Veranstaltung im österreichischen Parlament. Diese virtuelle Live-Rede war bereits vor einem Jahr in Planung, ist aber am Widerstand der FPÖ gescheitert. Heute wird er also auf Einladung von ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sprechen und wohl jenen Appell für die Ukraine an die Menschen in Österreich richten, den er auch schon an viele andere Länder der Welt gerichtet hat. Für die FPÖ stellt die heutige Rede Zelensky seinen Bruch der Österreich Neutralität da. Simone Striebel fasst die Ereignisse zusammen. Applaus in Dänemark, Standing Ovations in Kanada. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in den Parlamenten dieser Welt, und zwar schon zu Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, etwa in Griechenland, in Italien oder vor den Abgeordneten in Estland. Und in Österreich, da wurde lange diskutiert. Die Neos wollten Zelensky schon im März des Vorjahres einladen. Ich glaube, es ist unsere Verantwortung als Österreich, dass wir dem ukrainischen Präsidenten die Möglichkeit geben, auch im österreichischen Parlament zu reden, so wie er es in vielen anderen Parlamenten schon gemacht hat. Es ist hier unsere Aufgabe, auf der Seite der Freiheit, auf der Seite des Friedens und auf der Seite der Demokratie zu stehen. Und das bedeutet auf der Seite der Ukraine. Doch die FPÖ war dagegen und die SPÖ hat damals auch Bedenken rund um die Neutralität angemeldet, wenig später aber klargestellt, man sei nicht gegen eine Rede. Nationalratspräsident Sobotka wollte aber Einstimmigkeit, die brauchte es aber nicht, als der ukrainische Parlamentspräsident im Juni des Vorjahres im Nationalrat zu Gast war. Allerdings nicht während einer regulären Sitzung, sondern davor. Ukrainci! Die Ukrainer sind sehr große, die größten EU-Fans, denn 91% unterstützen die Idee, um ihre Zukunft in der europäischen Familie fortzusetzen. Die FPÖ war damals nicht anwesend im Saal. Aus Sicht der Freiheitlichen Partei ist das ein unglaublicher Tabubruch im österreichischen Parlamentarismus, der hier begangen wird. Federführend einmal mehr Wolfgang Sobotka. Und auch heute noch ist die FPÖ dagegen. Die Rede findet dennoch statt. Ein Jahr nach der Diskussion folgt also die Einladung als eines der letzten EU-Länder. 24 EU-Staaten haben den ukrainischen Präsidenten bereits in ihren Parlamenten sprechen lassen. Nachdem das jetzt auch Österreich tut, bleiben dann nur noch Bulgarien und Ungarn. Diese beiden Länder haben eine Rede bis dato abgelehnt. Und der Blick auf die Uhr zeigt, in wenigen Augenblicken wird Volodymyr Zelensky sprechen. Schalten wir deswegen jetzt live ins Parlament zu Fritz Jungmeier aus unserer Parlamentsredaktion. Wie wird denn der Ablauf heute genau aussehen? Guten Morgen. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird jetzt gleich die Sitzung eröffnen und einige einleitende Worte halten.
Der ukrainische Präsident wird von Kiew aus mitverfolgen können, was hier im Parlament passiert und weiß, wann er mit seiner Rede beginnen wird. Ungefähr 20 Minuten sind für die Gastrede anberaumt. Im Anschluss haben die Fraktionen die Möglichkeit zu debattieren. Die FPÖ, die ja gegen diese Rede war, hat sie nicht boykottiert. Die Abgeordneten der Freiheitlichen sitzen hier auf ihren Bänken. Wie nun die Form des Protests ausschaut, den Kickl angekündigt hat, ist noch nicht ganz klar. Er wird jedenfalls hier im Saal stattfinden. Dafür spricht nicht nur die FPÖ-Kamera, die hier neben uns steht, sondern ich habe kurz vor der Sitzung eine Andeutung bekommen. Möglicherweise werden die Abgeordneten der Freiheitlichen geschlossen während der Rede Selenskis aufstehen und den Saal verlassen. Eine andere Form, die nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine Aktion auf der Besuchergalerie. Die Fraktionen haben ein Besucherkontingent für diese Veranstaltung zugesprochen bekommen. Da sind auch Freiheitliche auf der Galerie, die möglicherweise sich motiviert fühlen, hier etwas zu unternehmen. Interessant ist ja auch, dass es so unterschiedliche Ansichten gibt. Es ist ja eigentlich nur die FPÖ, die eben sagt, sie möchten nicht, dass der ukrainische Präsident heute im Parlament spricht. Die anderen Fraktionen sind ja dafür. Wie kommt es zu so unterschiedlichen Ansichten? Naja, das hat natürlich viel mit politischer Strategie und Taktik zu tun. Darauf möchte ich gar nicht eingehen. Die FPÖ steht hier zumindest im Parlamentarismus allein, hat eine Alleinstellungsposition, und das ist vielleicht in den Augen der Freiheitlichen ein positives Signal. Zur politischen Landschaft, wenn ich mich hier umschaue, es ist der Bundespräsident da, es ist die gesamte Bundesregierung da, es sind sehr, sehr viele Ehrengäste hier, es sind ehemalige Politiker hier. Also der Rückhalt und die Unterstützung für diese Rede des ukrainischen Präsidenten hier im Parlament ist groß. Ich habe mir eine Eurobarometer. Ich höre gerade. Es geht los. Ich sollte gleich losgehen. Entschuldigung. Ja. Ich habe mir eine Eurobarometer-Umfrage angesehen, die zeigt, eben, wenn man sich neutrale Staaten anschaut, dass zum Beispiel Irland zu 91% eben die Maßnahmen für die Ukraine mehr oder weniger befürwortet. In Österreich sind es lediglich 57%. Jetzt führt die FPÖ eben immer die Neutralität an, auch was jetzt diese Rede betrifft. Worauf führen Sie das zurück? Und jetzt hören wir schon die Glocke, die läutet. Das Thema müssen wir im Laufe der Sendung behandeln. Die Sitzung ist eröffnet. Mitglieder der Bundesregierung, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete unseres Nationalrates, Mitglieder des Europäischen Parlaments, sehr geehrter Botschafter der Ukraine in Österreich und werte Vertreter des diplomatischen Korps, werte Gäste hier im Saal und zu Hause an den Bildschirmen. Es ist mir eine besondere Ehre, Sie, geehrter Herr Präsident Selenskyj, bei der heutigen Live-Zuschaltung im Plenarsaal des österreichischen Nationalrates begrüßen zu dürfen. Der Ukraine, die seit über einem Jahr Opfer massiver und grausamer russischer Aggression ist, gilt die uneingeschränkte und ungebrochene Solidarität Österreichs. Der völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine sorgt für unvorstellbares Leid in ihrem Heimatland und zeitigt überregionale, globale, verheerende Auswirkungen. Nicht nur vor dem Krieg, sondern auch in Zeiten des Krieges gab und gibt es regen Austausch zwischen Österreich und der Ukraine. Der Herr Bundespräsident, der Bundeskanzler, Mitglieder der Bundesregierung, der Außenpolitische Ausschuss und besonders die Parlamentarische Freundschaftsgruppe waren vor Ort oder virtuell in Kontakt und haben so Österreichs Solidarität, Unterstützung bekundet. Die Parlamente der Ukraine und Österreich haben auf der Ebene der Präsidenten sowohl bilateral als auch multilateral zahlreiche Treffen bestritten. Besonders haben wir uns über den Besuch Russlands Stefanschuks, des Vorsitzenden des ukrainischen Parlaments, der Werhofener Rada, gefreut. Sehr geehrter Präsident, die politische, finanzielle und humanitäre Unterstützung der Ukraine ist für die Österreicherinnen und Österreicher ein großes Anliegen. Das offizielle Österreich ist militärisch neutral, aber nicht politisch. Es hat in diesem Konflikt klar und deutlich Position bezogen. Für die
die Souveränität der Ukraine, für die territoriale Integrität der Ukraine, für die Unabhängigkeit der Ukraine und dafür, dass Ukrainerinnen und Ukrainer auch weiterhin eigenständig über ihre politische Zukunft entscheiden können. Russland begeht mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und stellt die gesamte globale Sicherheitsarchitektur in Frage. Die Ukraine verteidigt in diesem Krieg nicht nur ihr Land und ihre Existenz, sondern auch steht für europäische Werte ein, und deshalb unterstützen wir sie auf ihrem Weg nach Europa. Österreich hat die ukrainische Regierung und die von diesem Krieg besonders leidgeprüfte ukrainische Bevölkerung bisher mit über 129 Millionen Euro finanzieller und humanitärer Hilfe unterstützt. Und wir werden diese Hilfe weiter fortsetzen. Österreich hilft nicht nur vor Ort, wir betreuen, begleiten und helfen auch den fast 94.000 ukrainischen Vertriebenen, die bei uns Zuflucht vor den Schrecken des Krieges gesucht haben. Es ist unabdingbar, die unzähligen Kriegsverbrechen aufzuklären und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Das Völkerrecht und die Menschenrechte müssen nicht nur anerkannt werden, sie brauchen auch eine Rechtsdurchsetzung. Die aus diesem Krieg resultierenden globalen Herausforderungen wie die weltweite Lebensmittelversorgung, die Energiesicherheit oder die Aufrechterhaltung von Lieferketten können wir nur gemeinsam lösen. Österreich setzt sich daher besonders für die Solidarity Lanes ein und beteiligt sich an der Grain from Ukraine-Initiative. Österreich hatte wie wenige in der Europäischen Union seit Beginn des Angriffs am 24. Februar 2022 durchgehend seine diplomatische Präsenz aufrechterhalten. Rund 200 österreichische Unternehmen sind heute in der Ukraine aktiv, arbeiten, sind präsent und leisten Unterstützung vor Ort. Irgendwann, wir kennen das Datum nicht, aber wir hoffen bald, wird dieser Krieg ein Ende finden. Dann geht es für uns alle darum, den Wiederaufbau der Ukraine gemeinsam zu unterstützen. Und ich kann Ihnen versichern, dass sich Österreich als Freund der Ukraine sowohl im Rahmen der Europäischen Union als auch bilateral konkret und aktiv daran beteiligen wird. Sehr geehrter Herr Präsident, herzlichen Dank nochmals, dass Sie heute virtuell in unserer Mitte sind. Sie haben das Wort. Дуже дякую за цю можливість звернутися до вас. Відношення до українців. Шановні лідери Австрії, шановні присутні, пане генеральний президенте, пане президенте Національної ради, дорогі австрійські народи, передусім я хочу подякувати трьом вашим містам, лікарням, трьох ваших міст. Österreichischen Städten bedanken. Wien, Linz und Graz. Die Krankenhäuser dieser Städte haben unsere Menschen aus Brovary, einer Stadt im Gebiet Kiew, gerettet, das Leben dieser Menschen gerettet. Menschen, die Verbrennungen erhalten haben nach einem Hubschrauberabsturz. Das war ein sehr wichtiger Ausdruck der Unterstützung, als Ihr Bundeskanzler Herr Nehammer und die österreichische Bundesregierung der Ukraine diese Unterstützung angeboten haben. Und wir in der Ukraine wertschätzen jedes Menschenleben und wir verstehen es, dankbar dafür zu sein, wenn uns geholfen wird. Heute ist bereits der 400. Tag des Krieges, den unser Land durchmachen muss. Ein totaler Krieg Russlands gegen unsere Menschen und gegen all das, was Menschen zu Menschen macht. Jeden Tag, leider, jeden Tag verlieren wir in diesem Krieg unsere Menschen. Die, die im Kampf gegen den Besatzer ihr Leben für die Freiheit der Ukraine geben und die Freiheit aller Völker, deren Gebiete Russland
in sein Reich zurückholen möchte und das Potenzial dieser Völker. Wir verlieren Menschenleben durch terroristische Beschüsse und Bombardements. Sogar dort, in den Gebieten, wo die Russen sich zurückziehen mussten, unter dem Druck unserer Verteidiger und Verteidigerinnen. Wir verlieren Menschenleben und die Gesundheit unserer Menschen durch Explosionen von Minen und Geschossen, die von den russischen Terroristen zurückgelassen wurden. Wir verlieren diese Menschenleben auch dadurch, weil wir in diesen Gebieten keine rechtzeitige Krankenversorgung leisten können. Ich möchte noch ein Beispiel anführen, was es bedeutet und wie viele solche Gefahren dieser Art es noch gibt durch diesen Krieg. 174.000 Quadratkilometer der ukrainischen Gebiete sind durch Minen kontaminiert. Das sind Geschosse, die nicht explodiert sind. Diese kontaminierten Gebiete sind so groß wie die doppelte Fläche von Österreich. Das sind Hunderttausende von Antipersonenminen, Panzerminen, Raketenartilleriegeschosse, die in Feldern stecken geblieben sind, in Gebäuderuinen. Es gibt auch Stolperdraht-Sprengfallen, die extra zurückgelassen wurden in Gebäuden von normalen Menschen, am Straßenrand, in Gärten, in Parks, in Gemüsegärten. Eine Handgranate, die mit einem Plastikbecher getarnt wurde. Das war zum Beispiel in Brovary im Gebiet Kiew. Eine Unterlaufgranate, welche die Russen in einem gewöhnlichen Haus unter einem Klavierdeckel versteckt haben. Das war in Bucha. Eine Handgranate, die in einem Schrank, einem Küchenschrank in einem Haus zurückgelassen wurde. Und der Eigentümer dieses Hauses wurde von den Russen erschossen und seine Leiche wurde in seinem Garten vergraben. Das war auch in Bucha. Eine Antipersonenmine, die in einer ganz normalen Tasche mit persönlichen Sachen getarnt wurde. Das war in Irpin. Eine Handgranate wurde in einer Waschmaschine zurückgelassen, sodass sie genau in dem Moment explodiert, wenn der Mensch seine Waschmaschine einfach aufmacht. Das war in einem ganz gewöhnlichen Dorf im Gebiet Kiew. Und es gibt tausende solcher Fälle. Tausende Fälle, wo wir Minen geräumt haben, wo wir Leben retten konnten. Aber leider gibt es jeden Tag Berichte über Explosionen, die Leben gekostet haben und Menschen verstümmelt haben. Das alles ist Teil des Porträts Russlands, des heutigen Russlands, welches durch seine Aggression, seinen wahnsinnigen Krieg entsteht. Wenn wir uns an Sie wenden und um Unterstützung für die Ukraine bitten, bitten wir um Unterstützung, um Leben retten zu können. Wir wollten niemals etwas haben, das uns nicht gehört. Uns haben fremde Gebiete niemals interessiert. Wir möchten uns nicht in das Leben unserer Völker einmischen. Wir möchten nicht, dass jemand durch unsere Soldaten irgendwo auf dieser Erde leiden muss oder sogar sterben. Wir möchten Sicherheit und Ruhe, wir möchten Freiheit und Glück für unsere Kinder in unserem ukrainischen Haus. Wir möchten, dass die internationalen Verträge und Konventionen, durch die die Sicherheit der Völker und die Souveränität der Staaten garantiert wird, dass das alles funktioniert. Ist das zu viel verlangt? Im Herbst vergangenen Jahres habe ich eine Friedensformel der Ukraine vorgestellt. Es sind 10 sehr konkrete und realistische Punkte, die in der Lage sind, die Macht zurückzugeben, dem Statut der UNO und anderen grundlegenden internationalen Dokumenten und diese wahnsinnige Aggression zu stoppen und die Ukraine vor dem russischen Bösen zu befreien. Aber was hat Russland
als Antwort auf diese Friedensformel gehört. Wir haben wieder einmal Lügen, Ausreden und Ausdruck des Bösen gesehen. Und ich bin Österreich sehr dankbar dafür, dass Österreich noch mehr Unterstützung angeboten hat. Im vergangenen Jahr gab es mehrere Besuche von den Delegationen der österreichischen Regierung und des österreichischen Nationalrats. Sie haben die Ukraine besucht. Es gab produktive Treffen mit Herrn Bundeskanzler, Herrn Nehammer und mit dem Bundespräsidenten. Und ich lade Sie ein, Herr Präsident des Nationalrats und andere Vertreter des österreichischen Parlaments, unser Land ebenfalls zu besuchen und mit eigenen Augen zu sehen, was es bedeutet, mit Russland konfrontiert zu sein, was Russland in die Welt trägt und in die Ukraine trägt. Das zu sehen bedeutet, unsere Menschen zu verstehen, wie wichtig jede einzelne Stimme der Unterstützung des Völkerrechts und der Ukraine ist. Wenn entsprechende Fragen in der UNO-Generalversammlung, im EU-Parlament oder auf anderen internationalen Plattformen erörtert werden, zu verstehen, wie wichtig es ist, moralisch nicht neutral gegenüber dem Bösen zu sein. Hier geht es nicht um Geopolitik. Es geht nicht um Geopolitik, es geht nicht um militärisch-politische Angelegenheiten. Es geht darum, dass ein Mensch immer, immer ein Mensch bleiben muss. Seine Menschlichkeit und Zivilisiertheit immer bewahren muss. Danke Österreich für die humanitäre Hilfe für die Ukraine. Und ich bedanke mich insbesondere für Nachbar in Not. Das ist uns sehr viel wert und ich bedanke mich für die Unterstützung unserer Energiewirtschaft. Danke für die Unterstützung bei der Räumung der Minen auf unseren Gebieten. Und bei der ärztlichen Behandlung und Rehabilitation unserer Menschen nach der russischen Aggression. Und ich warte auf den Augenblick, wo ich mich bei Österreich bedanken kann für die Unterstützung bei der Wiedergewinnung des Friedens in unserem Land. Ich bin überzeugt, dass die Ukraine in diesem Krieg siegen wird. Ich bin überzeugt, dass die ukrainische Friedensformel der Welt helfen wird, auch andere ähnliche Aggressionen abzuwehren. Und ich bin überzeugt, dass wir unsere Menschlichkeit, unsere Zivilisiertheit, unsere Moral und unseren Glauben daran, dass das Böse immer verlieren wird, bewahren werden. Ich bedanke mich bei allen, der Ukraine hilft. Danke an jeden, der an die denkt, deren Leben der Krieg weggenommen hat. Danke Österreich. Ehre der Ukraine. Ich danke den Herrn Präsidenten Volodymyr Zelensky ganz herzlich für seine Ausführungen. In der nun folgenden Debatte gelangt je eine Rednerin bzw. Redner pro Club mit einer Redezeit von maximal 5 Minuten zu Wort. Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Lobatka. Ich darf ihn bitten. Herr Bundespräsident, Herr Nationalratspräsident, Herr Vizekanzler, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Lassen Sie mich eingangs Präsidenten Selenskyj für seine mutige Haltung im Freiheitskampf der Ukraine gegen den übermächtigen Aggressor Russland danken. Die Ukraine hat sich mutig und entschlossen hier diesem Aggressor entgegengestellt. Ich glaube, das verdient Respekt. Allerdings müssen wir auch sagen, dass seit dieser Zeitenwende, seit dem 24. Februar 2022, mehr als 300.000 Menschen ihr Leben verloren haben, dass Infrastruktur in Milliardenhöhe zerstört worden ist, dass die UNO zu Recht auf die weltweite bedrohliche Ernährungssituation hinweisen muss. Dieser Krieg ist mehr als ein regionaler Konflikt. Dieser Krieg hat eine globale Dimension. Und der Westen konnte hier gar nicht anders, als die Ukraine zu unterstützen. Wir sind unserer Werteordnung verpflichtet, meine Damen und Herren, und haben diese gegen ein diktatorisches Regime, wie das eines von Putin ist, selbstverständlich zu verteidigen. Die Ukraine, sie führt diesen Abwehrkampf. Aber sie tut das auch für unsere freie und offene Gesellschaftsordnung, wie Nationalratspräsident Sobotka schon richtig angemerkt hat. Und Präsident Putin hingegen wendet sich immer mehr vom Westen, von unseren Werten ab. Und so hat ja richtigerweise jetzt der Internationale Strafgerichtshof gegen Wladimir Putin ein Verfahren eingeleitet, wegen Kriegsverbrechen und wegen der Verschleppung von Tausenden von Kindern nach Russland. Aber Präsident Putin, das müssen wir sehen, hat bis heute auch auf der internationalen Ebene Verbündete und Unterstützung. Iran und Nordkorea liefern Waffen, nicht China. Und auch bei uns hier in Österreich, wir sehen es heute, werden die Putin-Freunde vom FPÖ-Parteiobmann Kickl ermuntert, die Botschaften von Radio Moskau hier in Österreich zu vertreten. Und er hat es heute wieder deutlich gezeigt. Kickl ist solidarisch mit Putin. Wir sind es mit den Menschen in der Ukraine, meine Damen und Herren. Und die Rede vom Präsidenten Selenskyj bei uns im Parlament, na, die ist selbstverständlich mit unserer Neutralität vereinbar. Er hat in anderen neutralen Staaten die EU schon gesprochen. In Irland, in Zypern, in Malta. Dort hat aber keine Partei den Menschen der Ukraine den Rücken gekehrt, wie es heute die Freiheitlichen gemacht haben. Schade, dass sie ein solches Verhalten an den Tag legen. Wirklich schade. Österreich ist und bleibt neutral, militärisch neutral. Das heißt aber nicht, dass wir politisch und wenn es um humanitäre Hilfe geht, nicht Partei ergreifen. Hier haben wir stark Partei ergriffen. Staatliche Hilfe schon angesprochen worden. Und die Österreicherinnen und Österreicher haben geholfen mit mehr als 80 Millionen Euro. Eine großartige Leistung unserer Bevölkerung und Hilfsbereitschaft. Dafür ist allen zu danken. Helfen ist das eine, die Durchsetzung der internationalen Rechtsordnung das andere. Und das Recht des Stärkeren darf nie über die Stärke des Rechts obsiegen. Niemals. Das dürfen wir nicht zulassen. Denn der Ausgang dieses Krieges entscheidet nicht nur über die Zukunft der Ukraine. Es sollte uns bewusst sein, dass der Ausgang dieses Krieges ganz entscheidend darüber entscheiden wird, wie die freie westliche Welt im Verhältnis zu China, zu Russland und zu anderen Diktatoren in Zukunft dastehen wird. Und Österreich hat hier immer seinen Beitrag geleistet für Rechtsstaatlichkeit. Österreich war immer auf europäischer Ebene hier solidarisch und das ist auch richtig. Aber wir müssen auch eines sehen, es müssen Gesprächskanäle offen bleiben, um das menschliche Leid abzumindern und um zu Friedensverhandlungen zu kommen. Ich war letzte Woche in meiner Aufgabe als Sonderbeauftragter der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Genf vom Internationalen Roten Kreuz. Das Internationale Rote Kreuz hat zu beiden Seiten Zugang,
Das Internationale Rote Kreuz, wie Sie es nennen, hat im letzten Jahr die größte Operation in ihrer Geschichte in der Ukraine gestartet, mit 375 Millionen Euro, um hier den tausenden Kriegsgefangenen ein halbwegs humanitäres Dasein zu ermöglichen, um hier Zivilbevölkerung aus den Kriegsgebieten zu bringen. Und, meine Damen und Herren, gäbe es nicht parallel zu diesem furchtbaren Krieg Verhandlungen, gäbe es nicht diesen Gefangenenaustausch, es gäbe nicht die Getreidelieferungen der Ukraine. Das müssen wir sehen. Und all das geht nur, weil das Internationale Rote Kreuz hier mit beiden Seiten im Gespräch ist und ganz nahe an der Front ist. Die wissen genau, wie furchtbar es tatsächlich in den Kriegsgebieten ist. Daher müssen wir alles tun, dass dieser furchtbare Krieg möglichst bald ein Ende findet. Ja, wir wissen es, der Krieg wird noch lange dauern. Trotzdem ist die UNO, und die UNO ist dazu berufen, meines Erachtens, von uns zu unterstützen, dass sie Initiative ergreifen kann, dass es einmal zu einer Waffenruhe kommt und dann hoffentlich bald zu Friedensverhandlungen. In diesem Sinne, solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, aber auch von uns jede Unterstützung für Friedensbemühungen. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Leichtfried. Bitte sehr, Abgeordneter Klubmann. Sehr geehrter Herr Präsident Zelensky, sehr geehrter Herr Bundespräsident, Herr Parlamentspräsident, sehr geehrte Damen und Herren von der Bundesregierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Der 24. Februar 2022 brachte den Krieg zurück nach Europa. Die Berichte und Bilder über das Leid und die Verwüstung, die die Menschen in der Ukraine seither ertragen müssen, sind erschütternd. Wir alle wünschen uns, dass dieser Krieg möglichst rasch beendet wird. Wir wollen, dass das Leid der Menschen in der Ukraine ein Ende findet. Sie haben ein Recht in Frieden, Demokratie, Freiheit und Sicherheit zu leben. Der österreichische Nationalrat hat von der ersten Minute weg mehrfach Klarstellung bezogen. Die Entscheidung des russischen Präsidenten Putin, politische Ziele mit einem brutalen Angriffskrieg zu erreichen, ist nicht akzeptabel. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine stellt eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und der Satzung der Vereinten Nationen dar. Er wird von uns mit aller Schärfe verurteilt. Die österreichische Bevölkerung hat von der ersten Minute dieses Krieges an umfassend humanitäre Hilfe geleistet. Viele Privatpersonen, Privatinitiativen, Hilfsorganisationen, NGOs, Gemeinden, Städte, die Bundesregierung haben humanitäre Hilfe in großem Ausmaß geleistet, um die Not und die Verzweiflung der Menschen in der Ukraine etwas, soweit es geht, zu lindern. Für dieses Engagement möchte ich seitens meiner Fraktion großen Dank aussprechen. Das humanitäre Engagement ist ein Bereich, in dem Österreich als neutrales Land seine Solidarität mit der Bevölkerung der Ukraine zum Ausdruck bringen kann und muss. Und lassen Sie mich, wenn wir über Neutralität sprechen, auch einen Satz an jene richten, die ihren Platz hier verlassen haben. Wenn man in einem Jahr ausschließlich 30 prorussische Anträge hier einbringt, ist das weder ein Signal für Frieden noch ein Signal für Neutralität, sehr geehrte Damen und Herren. Österreich hat von Beginn dieses Krieges an gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union schnell und entschlossen auch umfassenden restriktiven Maßnahmen auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine reagiert. Dieses gemeinsame Vorgehen der Europäischen Union ist wichtig und auch international
ein notwendiges Signal. Ich mache mir aber auch, und das möchte ich hier auch ansprechen, große Sorgen. Wenn man die Entwicklung oder wenn wir die Entwicklungen der letzten Tage, sei es die Ankündigung, uranabgereicherte Munition zu verwenden, sei es die Stationierung von Atomwaffen immer näher und näher und näher, dann wissen wir, dass sehr schwierige und bedrohliche Zeiten vor uns liegen können. Diese Konfliktspirale, sehr geehrte Damen und Herren, diese Konfliktspirale muss gestoppt werden. Wo endet es, wenn wir die Logik dieser Konfliktspirale folgen? Gerade als neutrales Land hätte die österreichische Bundesregierung, haben wir alle die Verpflichtung, ihre Stimme laut und hörbar und auch in der Europäischen Union für ein Offenhalten der Gesprächskanäle, für einen Stopp der Eskalation, für Friedensgespräche und endlich auch für Frieden zu erheben. Es gibt auch einige Lichtblicke. Die Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping beispielsweise, die Verlängerung des Getreideabkommens. Aber ich sage Ihnen eines, ich möchte nicht zu einer Generation gehören, und ich glaube, das möchten wir alle nicht, die die Warnungen, die es jetzt gibt, nicht ernst nimmt und nicht ernst genommen hat. Unsere einzige Aufgabe ist es, mit allem, was wir können, mitzuwirken, dass Friede herrscht. Friede ist das Wichtigste. Herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Ernst Cedic. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. Herr Präsident, sehr geehrte Bundesregierung, werte Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Nach diesen eindringlichen Worten, die der ukrainische Präsident Selenskyj an uns gerichtet hat, ist es kaum möglich, zur Tagesordnung überzugehen, und es wäre auch nicht angebracht, weil gerade eines in aller Brutalität wieder spürbar geworden ist. Was die Menschen in der Ukraine alltäglich erleben, ist für uns in dieser Dimension in Österreich, im restlichen Europa gar nicht fassbar. Das Leid, die maßlose Zerstörung, die grauenhaften Kriegsverbrechen Tag für Tag. Und viele der historischen Gebäude, die in der Ukraine, und ich war bereits dreimal dort im letzten Jahr, heute in Trümmern liegen, waren noch vor einem Jahr mit Leben gefüllt. Und auch dieses wunderschön renovierte Parlament hier in Österreich lag vor Jahrzehnten in Trümmern. Dieser Wiederaufbau ist den Menschen in Österreich nicht nur gelungen, sondern auch in Zusammenarbeit mit der internationalen Staatengemeinschaft möglich gewesen. Und auch diese internationale Solidarität leben wir heute in einer freien Demokratie, in einem souveränen, in einem neutralen Österreich. Und ja, Österreich leistet heute Hilfe. Österreich ist solidarisch heute an der Seite der angegriffenen Ukraine. Und die internationale Staatengemeinschaft hat hier eine ganz klare Position gegenüber diesem russischen Angriffskrieg. Und das ist gut so, das ist wichtig so und das ist unerlässlich. Seit dem ersten Tag, also noch am 24. Februar 2022, hat das österreichische Parlament, der österreichische Nationalrat, Putins völkerrechtswidrigen Überfall auf Schärfste verurteilt. Am ersten Jahrestag hat die UN-Vollversammlung mit einer ganz klaren Mehrheit den unverzüglichen Abzug der russischen Truppen gefordert. Der russische Angriffskrieg, das haben wir heute schon gehört, ist nämlich nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, gegen die Bevölkerung dort, sondern es ist ein Krieg, der wirklich die Stabilität in der gesamten Welt, nicht nur in Europa, massiv gefährdet und die globale Sicherheitsordnung untergräbt.
Und wir werden diese Geschlossenheit deshalb weiterhin brauchen und ja auch unter Beweis stellen müssen, jeden Tag aufs Neue und so lange, bis dieser Krieg vorbei ist. Und ja, wir müssen den Menschen dort helfen, ihr Land später aufzubauen, aber im Moment leisten wir humanitäre Hilfe, wir nehmen die Menschen auf. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei der österreichischen Zivilgesellschaft dafür bedanken, dass sie so solidarisch sind. Vielen, vielen Dank. Die wichtigste Aussicht, die wir allen Ukrainerinnen und Ukrainern heute geben wollen, ist die Zukunft in einem gerechten Frieden. Ein Friede, in dem Putin mit seinen Großmachtsfantasien gescheitert ist. Und zu einem solchen Frieden wird Österreich auch weiterhin, gerade weil wir neutral sind, seinen Beitrag leisten. Wir haben nämlich, verehrte Kollegen und Kolleginnen, eine klare Verantwortung. Wir müssen auf der Seite der Menschen stehen, die ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit verteidigen und nicht auf der Seite von Kriegsverbrechern und systematischen Kindesentführern. Und ja, wenn hier im Hohen Haus jemand Österreichs Neutralität verrät, dann ist es die FPÖ. Sie verrät sie nicht nur durch Knicks und Freundschaftsverträge, sie entzieht sich schlicht dem demokratischen Diskurs heute hier im österreichischen Parlament. Das ist eine Schande. Das ist sehr bedauerlich. Die Position der Anwesenden dagegen ist eine klare. Für Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung, natürlich für Frieden, Freiheit, Sicherheit in ganz Europa. Aber ja, auch wir Grüne sagen, natürlich dürfen wir keine Gelegenheit auslassen, ein Stück näher dem Frieden zu kommen, ein Stück näher der Stabilität in der Ukraine, in ganz Europa zu kommen, die ukrainische Bevölkerung so weit zu unterstützen, dass Frieden und Sicherheit wieder in Europa möglich sein wird. Da sind wir uns zum Glück einig und ich freue mich sehr, dass es heute möglich war, den ukrainischen Präsidenten heute hier anzuhören, den Hilfeschrei zu hören und unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zu bekunden. Vielen Dank dafür. Zu Wort gemeldet ist die Frau Klubobfrau Meindl-Reisinger. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Mitglieder der österreichischen Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte Ihnen, Herr Präsident Volodymyr Zelensky, heute meinen Respekt und meine Dankbarkeit aussprechen, Ihnen und Ihrem Volk für die heldenhafte Verteidigung der Ukraine und das heldenhafte Einstehen für unsere europäischen Werte und für Frieden und Freiheit für unseren gesamten Kontinent. Sie kämpfen dafür, die Ukraine vor blinder Zerstörungswut, Zivilisten und Zivilistinnen vor Ermordung, Frauen vor Vergewaltigungen und Kinder, hunderttausende Kinder vor Deportationen in ihrem Land zu schützen. Ihr Kampf gilt der Freiheit, der Demokratie, der Gerechtigkeit und auch und gerade der internationalen Friedensordnung. Sie, Herr Präsident Zelensky, verstehen wie kaum ein anderer, dass nur scheinbar die Frage für die Ukraine ist zwischen Krieg und Frieden. Die Frage, die gerade in der Ukraine am Schlachtfeld verhandelt wird, geht weit darüber hinaus. Es geht ganz simpel um die Frage, in welcher Welt wollen wir leben? Wollen wir in einer Welt leben, in der wieder politische Interessen am Schlachtfeld durchgesetzt werden, mit Bomben und Granaten, mit Menschenrechtsverbrechen und völkerrechtswidrigen Angriffskriegen? Oder kehren wir zurück zu einer Welt, in der die internationale Friedensordnung und das Recht der Verträge Geltung haben? Die westlich-demokratische Ordnung, unsere internationale Friedensordnung gilt es zu bewahren. Und gerade ein kleines Land wie Österreich hat ein massives Interesse daran, dass nicht wieder das Recht des Stärkeren gilt, sondern wir alle zurückkehren zu dieser stabilen Friedensordnung.
Seit den Maidan-Protesten, spätestens aber natürlich seit dem 24. Februar, ist klar, dass sich die Ukraine fest entschlossen als Teil der europäischen Wertegemeinschaft versteht und ihr Kampf auch der Freiheit und Selbstbestimmtheit der Ukraine auf diesem Weg in das gemeinsame Europa, in die Europäische Union gilt. Es war für mich sehr bewegend, dass ich letztes Jahr im Juni in der Verhofener Rada im ukrainischen Parlament teilnehmen konnte, teilhaben konnte, als unter vollen Ehren und unter Standing Ovations die europäische Flagge, die Flagge der Europäischen Union, hineingetragen wurde in dieses ukrainische Parlament mit dem klaren Bekenntnis, diesen harten Weg auch des Beitritts der Ukraine in die Europäische Union zu gehen, aber dieses klaren Bekenntnis, Teil dieser europäischen Wertegemeinschaft zu sein, für die wir alle gekämpft haben, die uns allen Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht hat. Dieser Moment war sehr berührend für mich und ich kann Ihnen nur sagen, dass wir die Ukraine auf diesem Weg in das gemeinsame Europa auch unterstützen werden. Es ist nämlich genau dieses Streben nach Freiheit und Selbstbestimmtheit, das Diktatoren und Regimen wie das von Putin Angst einflößt. Angst einflößt, weil es zeigt, was erfolgreich sein kann. Eine erfolgreiche, offene Gesellschaft, in der jeder Mensch selbstbestimmt leben kann, wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Eine erfolgreiche Gesellschafts- und Friedensordnung, die es ermöglicht, miteinander in, durch Handelsverträge verbunden zu sein und nicht, wie ich schon gesagt habe, wieder der Krieg als Mittel der politischen Durchsetzung. Ich möchte auch sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass Russland einen Krieg nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen Europa und den gesamten Westen führt. Nicht erst seit dem 24. Februar letzten Jahres. Seit vielen Jahren sehen wir Desinformationskampagnen, sehen wir Cyberangriffe, sehen wir den systematischen Versuch unserer europäischen Gesellschaften, unserer Demokratien, die natürlich vulnerabel sind, zu destabilisieren. Wer hier wegblickt und sich auf die falsche Seite der Geschichte stellt, macht sie zum Kollaborateur von diktatorischen Regimen. Und ich schäme mich heute sehr dafür, dass wir auch hier im Hohen Haus Menschen haben, die nicht unterscheiden können zwischen Tätern und Opfern, die nicht unterscheiden können zwischen einem Angriffskrieg und einem Konflikt. Ich schäme mich heute, dass es hier von einer Seite unwidersprochen bleibt, dass hier tausende Kinder, zehntausende Kinder, stellen Sie sich vor, das sind alle Kinder in den Kindergärten im Burgenland, aber wahrscheinlich, selbst russische Angaben sagen, sind hunderttausende Kinder, die deportiert worden sind. Das heißt, die gesamte Kinderfamilien aus ganz Burgenland genommen und deportiert worden sind, dass man hier nicht völlig klar und unmissverständlich ein Zeichen setzt, dass so etwas nicht passieren darf. Ich frage mich ganz ernsthaft, welches Menschenrechtsverbrechen, welches Kriegsverbrechen hat Putin in der Ukraine nicht begangen? Nur wer klar hier sich auf die Seite des Friedens und der Freiheit und damit der Verteidigung und der Selbstbestimmtheit der Ukraine stellt, hat das Recht, auch für Frieden zu sprechen. Vielen Dank. Ich darf mich nochmals im Namen des Nationalrates, Herrn Präsidenten Volodymyr Zelensky, ganz herzlich bedanken, dass es möglich wurde, ihn heute in der Mitte unseres Nationalrates, unserer Abgeordneten zu haben, wenn es auch nicht alle gewesen sind. Ich bedanke mich für seinen Einsatz und seinen ungeheuren Mut. Ich bedanke mich beim Bundespräsidenten für seine Anwesenheit und auch für sein Zeichen der Solidarität. Bei der österreichischen Bundesregierung, beim Herrn Vizekanzler, den Ministern, die durch ihre Arbeit vieles möglich gemacht haben, an finanzieller Unterstützung zu leisten. Ich darf mich bei der Freundschaftsgruppe unserer Abgeordneten, insbesondere beim Nationalrat Brandstätter, herzlich bedanken, der mit viel Engagement immer wieder darauf aufgerufen hat, auch hier diese Solidarität zu zeigen und bei allen Abgeordneten, die selbst oder in Gruppen hier einen Beitrag geleistet haben. Ich darf mich beim Botschafter Chemnitz ganz herzlich bedanken für sein Engagement hier in Österreich, aber vor allem auch bei der Zivilgesellschaft, die durch ihre Spenden, durch ihre Aufnahmebereitschaft, durch ihr Verständnis so viel beigetragen haben, dass es auch hier
zu keinen, wie immer, gesellschaftlichen Verwerfungen in Österreich gekommen ist. Und schlussendlich bei allen Ukrainerinnen und Ukrainern, insbesondere bei den Kindern, die in Österreich leben, die in Österreich eine zweite Heimat gefunden haben, ihnen gilt auch hier unsere Sorge und unsere Begleitung. In diesem Sinne noch mein herzliches Dankeschön auch unseren Gästen und den Damen und Herren zu Hause an den Fernsehgeräten, die diese Veranstaltung durch ihr Zusehen, durch ihren Beitrag begleitet haben. Herzlichen Dank allen Parteien, die durch ihre Rednerinnen und Redner hier das nochmal zum Ausdruck gebracht hat, dass wir als Gesamtes auch diese Solidarität zum Ausdruck bringen wollen. Vielen Dank, damit ist die Veranstaltung geschlossen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war die Sonderveranstaltung aus dem Nationalrat mit der Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Aufgrund der Weigerung der FPÖ, dem zuzustimmen, war es keine reguläre Nationalratssitzung, was die Geschäftsordnung ja ermöglichen würde, sondern eben eine Sonderveranstaltung. Jetzt wird hier abgebaut, die Leinwand kommt weg und um 10.30 Uhr beginnt dann der eigentliche heutige Plenartag, unter anderem mit dem Gesetzesbeschluss, der geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer betrifft. Sie dürfen uneingeschränkt in Zukunft am österreichischen Arbeitsmarkt teilnehmen. Damit gebe ich zurück ins Studio. Danke, Fritz Jungmeier. Das war sie also, die Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im österreichischen Parlament. Er hat viele Themen angesprochen, er hat ermahnt und vor allem hat er eben auch betont, wie wichtig die Unterstützung der Ukraine ist. Bei der anschließenden Debatte war die FPÖ nicht dabei. Zelensky selbst war zum Zeitpunkt der Debatte der Parlamentsparteien auch nicht mehr virtuell dabei, wie hier im Studio, aber natürlich schon. Und bei mir im Studio begrüße ich da jetzt unseren Innenpolitikchef Hans Böger. Herzlich willkommen. Hallo. Und Außenpolitikchef Johannes Malowitz, danke fürs Dasein, danke für die Zeit. Danke für die Einladung. Schauen wir uns die Rede des ukrainischen Präsidenten an. Er hat vom Ausdruck des Bösen aus Russland gesprochen. Er hat beschrieben, was die russischen Angriffe in der Ukraine bewirken, welches Leid da auch passiert. Er hat auch die Parlamentsparteien eingeladen zu kommen, um sich das selbst anzusehen. Es war durchaus emotional. Gab es für Sie was Neues in dieser Ansprache? Ich finde, es war eine Rede, die sehr auf Österreich bezogen war und eine drastische Situationsbeschreibung der Ukraine geliefert hat. Sie haben schon angesprochen, er schildert da, wie die Bevölkerung in seinem Land leidet, nicht nur unter den russischen Angriffen, sondern auch unter den Minen, die die russischen Soldaten zurücklassen. Da sterben sehr viele Leute, sagt er. Er sagt auch, dass die Ukraine kein Interesse daran hat, irgendwelche Gebiete von anderen Ländern zu erobern. Die Souveränität steht an oberster Stelle. Es geht ihm um, oder er betont, dass es um Menschlichkeit geht. Jeder Mensch muss ein Mensch bleiben, richtet er in Richtung Russland aus. Und er spricht Österreich direkt an, indem er die Unterstützung, sich für die Unterstützung in Österreich bedankt. Das ist eine andere Rede, wie wir sie auch schon gehört haben, in anderen Parlamenten, wo er die Sicht sehr weit ausgedehnt hat und das Schicksal der Ukraine auch mit dem Westen verbunden hat. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass Österreich keine Waffen liefert oder auch liefern kann, sondern sich sehr auf die humanitäre Unterstützung konzentriert. Und deswegen war diese Rede sehr, sehr auf Österreich konzentriert. Dementsprechend auch der Dank an drei österreichische Städte, auch an den Bundeskanzler. Jetzt hat er am Dienstag die Ukraine von Russland einen vollständigen Truppenabzug verlangt. China hat einen Friedensplan vorgelegt, der eben eine Waffenruhe vorsieht, aber eben keinen Abzug der Truppen. Das heißt, die Ukraine hat das direkt auch zurückgewiesen. Der US-Außenminister sagt, Putin könnte ja diesen Krieg sofort beenden. Die Frage ist jetzt, wird es tatsächlich nur eine Lösung auf dem Schlachtfeld geben in diesem Fall oder wie sehen Sie das? Das wäre eine Option, dass der Krieg wirklich so lange dauert, bis irgendeine Partei kapituliert. Eine andere Option, die durchaus wahrscheinlich auch ist, ist, dass sich dieser Krieg in Richtung Zermürbungskrieg entwickelt. Vielleicht sind wir da auch schon am Beginn dieser Entwicklung, wenn wir uns die Kämpfe rund um Bachmut ansehen. Da sterben täglich Dutzende Soldaten auf beiden Seiten. Wenn man dem britischen Geheimdienst glaubt, viel mehr auf russischer Seite. Das sind die Söldner von der Wagner-Gruppe, aber eben auch auf ukrainischer Seite. Und bei Bachmut sieht man ganz gut, was passiert, wenn keine der beiden Seiten Erfolge erzielt oder zurückgedrängt wird, wenn keine Bewegung mehr in diesem Krieg passiert. Dann kann es schon zu einer Situation kommen, wo die Frustration dermaßen groß wird oder die Sinnhaftigkeit, die der Kämpfe grundsätzlich dermaßen hinterfragt werden,
dass man zu einem Punkt kommt, wo man sagt, so, wir können jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir irgendwann einmal miteinander reden. Aber das sind wir noch lange nicht. Es sind auch keine Verhandlungen in Aussicht gestellt. Und beide Seiten haben jetzt auch Offensiven angekündigt. Und da müssen wir einfach abwarten, in welche Richtung die geht, zugunsten welcher Länder diese Offensive sich weiterentwickelt. Da sind die Entwicklungen offen. Schauen wir uns die innenpolitische Entwicklung rund um diese Rede an. Auch dann die Debatte der Parlamentsparteien. Der ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat ganz zu Beginn eben auch betont, Österreich ist militärisch neutral, aber eben trotzdem an der Seite der Ukraine. Das sieht die FPÖ ganz anders. Sie haben auch den Saal verlassen. Lassen, als Selenskyj gesprochen hat. Die anderen Parlamentsparteien hingegen haben das sehr befürwortet, dass er spricht. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Ansichten? Also, dass die FPÖ eine andere Ansicht sowohl zu dieser Kriegsentwicklung als auch zur Neutralität hat, das ist nichts Neues. Insofern hat die Aktion, die wir gesehen haben von der FPÖ heute, nicht wirklich überrascht. Im Gegenteil, es war bis gestern das Gerücht, dass es zu größeren Störaktionen kommt. Sie haben den Saal verlassen, haben Plakate hingestellt, dass sie für den Frieden sind und für die Neutralität. So gesehen war das, was die Erwartung betroffen hat, dann doch nicht so schlimm. Wir sehen jetzt das jetzt auch hier im Bild, Schaltung, eben diese Tafeln, die da aufgestellt wurden von der FPÖ und wie dann eben auch der Saal verlassen wurde. Von den Freiheitlichen, Platz für Neutralität, Platz für Frieden steht auf diesen Tafeln. Ah, gut. Also wir haben jetzt den Ton von der, das hat mich ein bisschen verwirrt, jetzt den Ton noch von zuvor drauf gehabt. Ja, aber wie gesagt, es war insgesamt nicht überraschend. Mhm. Es ist allerdings schon eine Alleinstellung in Europa, zumindest in der Europäischen Union. Ich kann mich nicht erinnern, dass es derartige Aktionen in anderen Parlamenten gegeben hätte, mit Ausnahme Bulgarien, wo es auch bis jetzt noch zu keiner Rede gekommen ist. Auch da haben prorussische Parteien verhindert, dass Selenskyj dort reden kann. Ich glaube, dass diese Debatte allerdings mit heute nicht zu Ende ist. Ich denke, dass jetzt eine große Debatte wieder über Österreichs Neutralität entstehen könnte, dass die FPÖ 3 Wochen vor den Landtagswahlen in Salzburg dieses Thema vermutlich auch weiterführen wird und dass es sicher Diskussionen zur Sicherheitsstrategie Österreichs geben wird in der nächsten Zeit. Und so gesehen war das möglicherweise heute nur ein Auftakt zu einer neuen Epoche, was unsere Sicherheitspolitik betrifft. Und das passt auch dazu, dass es eine Eurobarometer-Umfrage gibt, die zeigt, dass die Österreicherinnen im EU-Vergleich relativ zögerlich sind, was die Unterstützung der Ukraine betrifft. Zielt jetzt die Positionierung der FPÖ auch auf diese Menschen ab? Also grundsätzlich muss man sagen, dass die FPÖ so aufgebaut ist, dass sie nie unter Anführungszeichen mit dem Mainstream geht, wie es heute so schön heißt, sondern versucht, die Skeptiker und Kritiker auszumachen. Und das hat man schon bei Corona gesehen. Das ist eine eher schweigende Masse, die aber relativ groß auch ist. Und jetzt sehen sie natürlich eine gewisse Sanktionsmüdigkeit quer durch ganz Europa, nicht nur in Österreich. Und da springt die FPÖ wieder auf, ist nicht überraschend. Tatsächlich ist es aber so, dass die Österreicherinnen und Österreicher immer sanktionsmüder werden, was sich offenbar auch schon in Eurobarometer-Umfragen darlegt. Das hängt natürlich, wie es Kollege Malowitz gesagt hat, auch von der Dauer dieses Krieges ab, je nachdem, wie die Stimmung ist. Und natürlich könnte das schon, wenn es so lang dauert, auch ein Vorbote für die Nationalratswahlen 2024 sein, was da auf uns zukommt. Diese Sanktionsmöglichkeit, die Sie ansprechen, die würde ich ganz kurz noch gerne mit Ihnen besprechen, nämlich mit einem Blick nach Russland. Da hat der russische Präsident Putin gestern erstmals eingeräumt, dass die Sanktionen tatsächlich negative Folgen für sein Land haben könnten. Das hat er bis jetzt noch nie getan, dass er das so gesagt hat. Er hat gesagt, die Sanktionen könnten sich mittelfristig wirklich negativ auswirken. Könnte das zu einem Umdenken auf russischer Seite führen oder ist das nur ein Teilaspekt? Derzeit glaube ich nicht. Ja, die Sanktionen treffen Russland schon. Das hat Putin in der Vergangenheit immer wieder auch angedeutet, zwar nicht so klar wie gestern, aber er hat es immer wieder angedeutet, ja, die Sanktionen treffen die russische Wirtschaft, aber was in Russland offenbar noch nach wie vor gut funktioniert, ist die russische Propaganda. Das heißt, Russland, Putin kann einen großen Teil der Bevölkerung noch immer hinter sich sehen. Das kann sich natürlich ändern. Je länger der Krieg dauert, umso mehr die Sanktionen noch wirksamer werden, die Menschen diese Sanktionen noch mehr spüren. Je mehr junge Menschen, Väter, Söhne tot nach Hause kommen, die im Krieg gefallen sind,
umso mehr kann die Stimmung in Russland umschlagen. Und das könnte dann schon gefährlich für Putin werden. Danke ich Ihnen beiden für den Moment. Wir sprechen gleich weiter. Zuvor sehen wir uns den ukrainischen Präsidenten aber genauer an. Denn seine Karriere ist mehr als ungewöhnlich. Vom Komiker zum Präsidenten. Bekanntheit hat Selenskyj in der Ukraine durch eine Fernsehserie erlangt, in der er als Außenseiter zum Präsidenten gewählt wurde. Und in der Serie muss er sein Land gegen einen scheinbar übermächtigen Feind verteidigen. Aus dieser Fiktion wurde also bitterer Ernst. Schon früh hat es Wolodymyr Alexandrowitsch Selenskyj auf die große Bühne gezogen. Zuerst als Komiker, dann als Schauspieler. In dieser Serie spielt er einen Lehrer, der unverhofft zum Präsidenten gewählt wird. Durch diese Polit-Satire wird er weit über die Grenzen der Ukraine hinaus bekannt. Доброе утро, господин президент. Die Serie wird so populär, dass Selenskyj bald darauf wirklich als Präsident kandidiert. Politische Beobachter glauben zuerst an einen Scherz. Aber durch seine Bekanntheit kann er die Wahlen gewinnen. Er legt den Amtseid ab und wird im Alter von 41 Jahren tatsächlich neuer Präsident der Ukraine. Als politischer Quereinsteiger muss Selenskyj ein schweres Erbe übernehmen. Viele seiner Wahlversprechen kann er nicht halten. Auch nicht Frieden in den seit 5 Jahren schwelenden Bürgerkrieg in der Ostukraine zu bringen. Alle Versuche, den Konflikt zu entschärfen, scheitern. Am 24. Februar 2022 greift Russland die Ukraine an. Selenskyj legt den Anzug ab. Seine Rolle ist jetzt die des Kriegspräsidenten. Täglich meldet er sich in den sozialen Medien, auch als die russischen Panzer Richtung Kiew rollen. Guten Abend. Jeden zweiten Tag taucht das Gerücht auf, ich sei aus Kiew geflohen. Wie Sie aber sehen können, bin ich immer noch hier. Selenskyj flieht nicht ins Exil, das ihm die USA anbieten. Stattdessen besucht er seine Truppen an der Front und bittet seine Verbündeten immer wieder um Unterstützung und Waffen. Spitzenpolitiker aus aller Welt stellen sich in Kiew an seine Seite und auch er selbst unternimmt Reisen zu seinen Verbündeten. Zuletzt im Februar zum EU-Gipfel nach Brüssel. Seine Botschaft ist stets dieselbe: Fällt die Ukraine, dann fällt auch Europa. Ja, Johannes Malowitz, diese Botschaft vom ukrainischen Präsidenten, die ist nun seit über einem Jahr ganz zentral. In der europäischen Sicherheitspolitik gab es jetzt tatsächlich eine neue Ära, die da begonnen hat mit diesem russischen Angriffskrieg. Jetzt haben diese Woche die deutschen Leopard-Kampfpanzer auch an die Ukraine geliefert. Was das Aufrüsten betrifft, wird es immer mehr. Wie sehen die geopolitischen Verschiebungen aus? Ja, ich würde sagen, die betrifft nicht nur Europa, sondern die gesamte Weltpolitik. Sehen wir uns einmal die Situation an und denken 25, 30 Jahre zurück. Auch da hat es die Weltmächte gegeben, USA, Russland, aber keinen offensichtlichen Konflikt. Und es hat so einen unausgesprochenen Konsens gegeben, dass die beiden Mächte ihre Macht einsetzen, damit ein möglichst friedliches Leben auf der Welt möglich wäre. Klar hat es immer wieder Konflikte gegeben, aber selbst dort haben diese Großmächte ihre Macht einsetzen können, damit diese nicht ausarten. Und dieser Konsens, der ist jetzt aufgekündigt worden. Wir haben jetzt einen Konflikt Ost-West wieder. Wir haben einen Konflikt Demokratie-Autokratie. Und es sind viele Vereinbarungen aufgekündigt worden, die wichtig waren, zum Beispiel was die Atomwaffen betrifft, die gegenseitige Kontrolle, was die Atomwaffenaufrüstung betrifft. Rüstung, Sie haben es angesprochen, das finde ich auch sehr interessant. Da gibt es eine gravierende Änderung. Und dann bitte ich es noch einmal zurückzudenken. 10, 15 Jahre, da war Rüstung eigentlich kein Thema. Und immer wenn es um Verteidigungsetats gegangen ist, wurden die eher gekürzt als größer gemacht. Und jetzt, Sie haben es angesprochen, liefert Deutschland Kampfpanzer an eine Kriegspartei. Das wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen mit der Geschichte, die Deutschland hat. Und in Deutschland wird jetzt auch darüber diskutiert bzw. verlangt, dass die Rüstungsindustrie wieder so aufgebaut wird, dass sie auch in Friedenszeiten so produziert, dass man eben für Kriegszeiten vorbereitet ist. Also da hat sich gravierend etwas geändert, auch in der Haltung der westlichen Länder. Und das ist das, was wir spüren und jetzt weiter erleben werden. Also so ein Konsens, quasi, den es früher gab, den es jetzt nicht mehr gibt. Spannend finde ich auch immer, der Blick aus dem Westen und der Blick aus dem Osten, der ist so diametral. Wenn Sie sich das anschauen, wie im Osten auch argumentiert wird oder auch jetzt bei diesem Treffen Russland-China, wie kann man das nachvollziehen aus deren Sicht? Ich glaube, dass Russland und China
mittlerweile, wie soll ich sagen, so selbstbewusst geworden sind, dass sie glauben, dass ihr System, das sie leben, das Richtige für die Welt ist. Und sie, glaube ich, nicht unfroh wären, wenn sich diese Systeme auf der Welt ein bisschen mehr ausbreiten würden. Dagegen wird natürlich der Westen etwas haben und so schnell geht es nicht. Aber bei dem jetzigen Konflikt geht es jetzt einmal um die Ukraine. Auch wenn Präsident Zelensky immer wieder den Westen da ins Spiel bringt und sagt, wenn wir verlieren, dann verliert auch ihr. Also unterstützt uns weiter mit Waffen. Wir brauchen diese Waffen. Stichwort Waffenlieferungen. Mehrere osteuropäische Staaten haben angekündigt, Kampfjets sowjetischer Bauart zu liefern. Der ukrainische Präsident hat aber letzte Woche beim EU-Gipfel in einer Videobotschaft gesagt, er braucht Flugzeuge westlicher Bauart. Wird es die geben? Naja, ich glaube, diese Lieferung der Sowjetjets, die macht schon Sinn, und zwar jetzt, wenn überhaupt Flugzeuge Sinn machen. Ich glaube, die Ukraine braucht vor allem gutes militärisches Gerät, um den Bodenkampf standhalten zu können, und eine gute Flugabwehr. Aber wenn Flugzeuge, dann machen jetzt die sowjetischer Bauart sicher mehr Sinn, weil ukrainische Soldaten auf diese Kampfjets eher ausgebildet sind und weil es in der Ukraine auch eine Infrastruktur gibt, um diese Jets zu warten und zu erhalten. Das ist bei westlichen Kampfjets nicht so. Es ist ja nicht so, dass man sich in irgendein Auto reinsetzt, nur weil man irgendwann einmal einen Führerschein gemacht hat. Das sind ja hochkomplizierte, hochkomplexe Militärgeräte, vor allem auch die westlichen Kampfflugzeuge. Ich glaube aber schon, dass es ein Thema sein kann für den Westen, wenn der Westen davon ausgeht, dass diese Kämpfe länger dauern werden. Dann kann es schon sein, dass der Westen sagt, okay, wir sollten möglichst rasch beginnen, ukrainische Piloten auf diese Kampfjets auszubilden, das sehr konzentriert, vielleicht auch irgendwie eine Infrastruktur in der Ukraine dazu aufbauen. Aber da reden wir von sehr, sehr langfristigen Zielen. Und da geht es eben um die Unterstützung. Hans Bürger, auch Leiter des EU-Ressorts. Der ukrainische Präsident hat heute vor einer Woche eben bei diesem angesprochenen EU-Gipfel auch vor einer nachlassenden Unterstützung für die Ukraine gewarnt. Er meint, wenn Europa zögert, dann hat Russland eben die Chance, sich auf einen jahrelangen Krieg vorzubereiten. Aus Ihrer Perspektive agiert die EU dazu zögerlich? Sie meinen, was den Beitritt zur Europäischen Union betrifft, ja, und auch die Unterstützung der Ukraine? Insgesamt. Naja, jetzt gibt es seit nicht ein bisschen mehr als einem Jahr, seit dem, ich glaube, 22. Juni 2022, gibt es den Kandidatenstatus für die Ukraine, was aber nicht recht viel bedeutet. Denn man muss dermaßen viele Vorbedingungen erfüllen. Es gibt ein sogenanntes Sima-Paket, wo übrigens auch die Korruption drinnen ist, dass man einmal erfüllen muss, um überhaupt mit Verhandlungen beginnen zu können. Und wenn ich daran denke, wie lange man mit der Türkei letztlich schon verhandelt, nämlich mehr als 50 Jahre, 60 Jahre eigentlich schon, dann steht da die Ukraine am Beginn. Denn es ist ja nicht so, dass alle in den letzten Jahren, auch bevor dieser Krieg ausgebrochen ist, darüber erfreut waren, dass gerade die Ukraine zur EU will, weil eben das Korruptionsproblem so groß war. Jetzt gibt es ein eindeutiges Bekenntnis zur Ukraine, aber die Schätzungen sind nach wie vor bei rund 10 Jahren, wo das am frühesten möglich wäre. Das heißt, im Jahr 2033 können wir dann darüber weiterreden, wie es ist, wenn die Ukraine in der EU ist. Ja, das liegt also noch in weiter Ferne. Zelensky hat auch gesagt, dass die EU der Welt nicht deutlich genug signalisiert, wie wichtig eben Sanktionen sind. Sie haben vorher auch Sanktionsmüdigkeit angesprochen. Und Zelensky sagt, das würde andere Staaten bestärken, sich eben nicht an Sanktionen zu beteiligen, wenn die EU sich zurückhaltend verhält. Wie bewerten Sie denn die bisherigen Sanktionspakete der EU? Naja, es ist schon so, dass da gibt es halt verschiedene Wissenschaft- und Ökonomenmeinungen, dass die Sanktionen greifen, aber offensichtlich in den ersten Monaten und im ersten Jahr nicht so, wie man sich das erwünscht hat, weil, Kollege Malowitz hat es ja auch gesagt, China natürlich immer mehr diese Lücke auffüllt und deshalb Russland nicht in diese Situation geraten ist, von der die EU gehofft hatte, dass Russland hineingerät. Auf Dauer werden diese Sanktionspakete Russland schaden. Aber dann läuft eben parallel die Skepsis der Europäerinnen und Europäer. Und wenn da nationale Parteien, also
Parteien wie die FPÖ oder auch anderswo Parteien, die sagen, wir haben das Geld nicht nur dafür, einem Staat zu helfen, auch wenn er in einer schwierigen Kriegssituation ist. Wenn das um sich greift, dann wird das mit Sicherheit ein großes Wahlkampfthema. Ich habe schon gesagt, sicher auch bei uns 2024, aber auch in anderen Staaten. Denn die ganz große Solidarität mit der Politik der EU gibt es eigentlich nicht. Sie haben vorher auch angesprochen, eben den Wahlkampf schon und mit Blick auf die Nationalratswahl. Wenn jetzt die FPÖ wieder eine Regierungsbeteiligung kommen würde, gehen Sie dann davon aus, dass sich da die Haltung Österreichs auch dann tatsächlich verändert? Also das halte ich für eine der schwierigsten Situationen der österreichischen Innenpolitik seit vielen, vielen Jahren, wenn es dazu käme. Also wenn im Herbst 2024 sich tatsächlich eine türkis-schwarz-blaue Koalition abbildet, dann glaube ich, wird es nicht so leicht sein wie eben in Niederösterreich, dass man das, was man vorher sagt, einfach, ich meine da jetzt beide Parteien, dass man, was man vorher über den anderen sagt, die andere Partei sagt, dass man das beiseite schieben kann so schnell. Also da kommt es zu einer extrem angespannten sicherheitspolitischen Diskussion für ganz Österreich, die man, glaube ich, aus heutiger Sicht noch gar nicht abschätzen kann, wie groß das werden wird. Also wenn der Krieg noch ist und es käme tatsächlich zu einer Koalition dieser beiden Parteien, dann muss ich sagen, ist ein bisschen Feuer am Dach, was die Diskussionskultur wahrscheinlich auch in diesem Land betrifft. Also da würde innenpolitisch einiges vor uns liegen. Dann schauen wir uns jetzt an, wo denn die Ukraine im Moment genau steht. Denn dort herrscht nach dem russischen Überfall vor mehr als 13 Monaten weiter ein erbitterter Zermürbungskrieg. Vor allem im Osten des Landes, etwa im Gebiet um die Stadt Bachmut. Dort räumt die ukrainische Militärführung jetzt einen russischen Teilerfolg ein. Die Ukraine gibt an, sie würde für die Abwehr dringend moderne Kampfflugzeuge benötigen. Die mittlerweile in der Ukraine angekommenen Kampfpanzer würden für eine Gegenoffensive noch nicht ausreichen. An der Front in der Ostukraine entscheiden oft Sekundenbruchteile über Leben und Tod. Die Schützengräben dieser ukrainischen Einheit in der Nähe von Bachmut stehen unter Dauerfeuer. Es tobt ein blutiger Stellungskrieg, in dem Russland derzeit die Oberhand zu haben scheint. Ob Russland gewinnen kann, ich weiß es nicht, sagt dieser junge Soldat. Sie haben jedenfalls genug Munition, beschießen uns Tag und Nacht. Und die Ukraine feuert zurück, noch. Denn die Führung klagt über einen Mangel an Munition. Bis sie eintrifft, dazu weitere Panzer und Artillerie, stockt die angekündigte ukrainische Gegenoffensive. In den letzten Wochen hat sich an unserer Situation hier nicht viel geändert, meint dieser Soldat. Aber wir haben immer genug zu tun. Ob die Militärhilfe aus dem Westen am Frontverlauf etwas ändern kann, ist ungewiss. Sie trifft jedenfalls nach und nach ein. Verteidigungsminister Resnikow zeigt sich etwa bei einer Probefahrt mit britischen Challenger 2 Kampfpanzern und schickt ein Dankeschön in Richtung London. Thank you very much from Ukraine to the United Kingdom. Zurück in der Region um Bachmut. Bis man für eine Gegenoffensive gerüstet ist, verfolgt man hier eine andere Taktik. Weil sich Russland noch immer auf die Einnahme der zerbombten Stadt konzentriert, lautet das Ziel derzeit, dem Feind möglichst schwere Verluste zuzufügen, so der Befehlshaber. Der Feind wird hier in Bachmut sterben, sagt Alexander Sirski seinen Soldaten. Ihr müsst eure Aufgaben erfüllen und dann lebend wieder zurückkehren, fordert er und schließt mit Ruhm der Ukraine. Slava Ukraini! Ja, es ist ein blutiger Stellungskrieg, den wir nun mit Christian Werschütz live in Kiew einordnen. Herr Werschütz, die Aufrüstung der Ukraine ist in vollem Gange. Deutschland hat die Leopard-Panzer geliefert, die USA Minenräumer. Kiew scheint aber noch abzuwarten, bis es eine Gegenoffensive startet. Ist das die richtige Taktik oder läuft der Ukraine die Zeit davon? Nun, erstens einmal geht es hier einmal um die Grundfrage, wie viel Waffen kriegt die Ukraine, wie rasch.
Zweitens darf man auch nicht vergessen, dass das Wetter eine Rolle spielt. Wir hatten gestern Schneefall. Wenn nur Hauptverkehrslinien, asphaltierte Straßen befahrbar sind, ist das für eine Offensive immer sehr schwierig, weil man natürlich asphaltierte Straßen mit der Artillerie massiv bewirken kann. Hier hat derzeit Russland eine klare Überlegenheit im Bereich Artillerie und wir müssen uns ja auch überlegen, wo und in welchen Abschnitten wäre diese Offensive am sinnvollsten. Geredet wird die ganze Zeit von einem möglichen Angriff bei Melitopol oder auf Melitopol. Das wäre das Ziel, quasi die russischen Truppen im Süden zu spalten und in Richtung Grenze zur Krim vorzustoßen, quasi dann auch wieder Gelände gut zu machen. Aber die Russen sind dort massiv eingegraben. Also um das alles zu überwinden, brauche ich eine Überlegenheit nach Lehrbuch von 1:3 als Angreifer, also 3:1 aus der Sicht des Angreifers. Und das hat die Ukraine derzeit nicht, sicherlich auch nicht bei der Artillerie. Das heißt, es fehlen der Ukraine noch viele Voraussetzungen, um jetzt schon beginnen zu können. Man rechnet mit einer Offensive nach Angaben von Militärexperten Ende April, Anfang Mai. Ob das dann auch tatsächlich dieser Abschnitt sein wird, bleibt abzuwarten. Aber da geht es einfach wirklich um ganz massive Vorbereitungen, denn wenn diese Offensive scheitern sollte, dann wäre auch in der Ukraine wirklich militärisch Feuer am Dach. Jetzt hat die Ukraine zuletzt auch russische Teilerfolge in Bachmut eingeräumt. Wenn jetzt Bachmut tatsächlich fällt, was würde das bedeuten? Warum ist diese Stadt so von zentraler Bedeutung? Nun, dazu einmal zwei Sachen. Es geht nicht nur um Bachmut. Wir haben auch Kämpfe bei Donetsk um die Stadt Avdijewka, die ebenfalls praktisch dem Erdboden gleichgemacht wurde. Hier hat der militär-zivile Gouverneur bereits die Evakuierung angeordnet. Also es geht hier um mehr Frontabschnitte in der Ostukraine. Ich meine, bei Bachmut geht es heute eigentlich darum, dass das natürlich kein Stalingrad ist. Also damit gibt es keine Kriegswende. Aber jetzt wird seit August quasi um diese Stadt gekämpft und daher hat das natürlich auch eine enorme psychologische Bedeutung. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, die Russen können auch die Ukrainer dort abnützen, um dazu beizutragen, dass quasi die Ukrainer nicht in der Lage sind, viele Kräfte wirklich massiv bereitzustellen für diese Offensive. Zweitens ist natürlich auch das Bestreben der Ukrainer, dort die Russen abzunützen. Abnützen heißt, dass so viel wie möglich Leute sterben bei den Kämpfen um die Stadt. Aber die psychologische Bedeutung ist natürlich größer als die rein militärische, denn wie ich dort in der Gegend das vergangene Mal war, vor 2 Wochen hat man schon gesehen, es gibt andere Auffangstellungen, die bereits ausgebaut sind, sollte die Stadt völlig in die russische Hand fallen. Aber das ist dem psychologisch wirklich wichtig, auch für die Siegeserwartung oder die Erfolgsaussichten. Der tschechische Präsident hat zuletzt von einer möglichen Kriegsmüdigkeit gewarnt. Wie nehmen Sie denn das vor Ort wahr? Nun, wir haben hier natürlich nur Umfragen, die jedenfalls klar machen, dass die Bevölkerung nicht kriegsmüde ist. Sprich also, dass die Bereitschaft nach wie vor besteht, durchzuhalten. Und das ist eigentlich auch mein persönlicher Eindruck. Aber man muss dazu 3 Punkte sagen. Erstens einmal, das ist einmal der Eindruck. Das zweite ist natürlich, um diese Siegeserwartung auch zu nähern, braucht die Ukraine natürlich auch eine Offensive. Denn seit Herbst sind schon fast 6 Monate vergangen und es hat sich am Schlachtfeld nicht sehr viel bewegt. Und das Zweite ist natürlich, was man auch nicht vergessen darf, es gibt amerikanische Einschätzungen, dass viele Offiziere und viele Soldaten, die zwischen 2014 und 2021 durch die NATO ausgebildet wurden, mittlerweile bereits gefallen sind. Und es ist natürlich hier immer die Frage, wie gut ist die Ausbildung dieser Truppen, die jetzt dann in den Kampf geschickt werden. Und das sind so alles Dinge, die natürlich zur Stimmung, zum Durchhalten, aber auch zur Fähigkeit, überhaupt durchhalten zu können, beitragen. Aber ganz generell würde ich einmal sagen, die Bevölkerung steht nach wie vor in einer Stimmung, dass sie sagt, nie wieder mit Russland. Das sieht man auch an der Abkehr von der russischen Sprache. Wir müssen quasi unser Land verteidigen. Wir müssen auch so weit wie möglich zurückerobern Territorien. Da gibt es auch die Idee oder die Hoffnung, Krim und überhaupt die Grenzen des Jahres 1991, also mit Donetsk und Lugansk. Ob das realistisch ist und wie man die Stimmung einfangen kann, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, das werden die kommenden Monate zeigen und vor allem diese Schlüsseloffensive, die eben wirklich so entscheidend auch für den weiteren Kriegsverlauf sein wird. Vielen Dank, Herr Werschütz, für diese Einordnung live aus Kiew.
So knapp eine Stunde ist es nun her, dass sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Rede an den österreichischen Nationalrat gewandt hat. Er hat sich bedankt bei den Österreicherinnen und Österreichern vor allem für die humanitäre Hilfe. Marisi Engelmeier mit einer Zusammenfassung. Knapp 11 Minuten dauert die virtuelle Ansprache Zelenskys im österreichischen Nationalrat. Zu Beginn seiner mit Spannung erwarteten Rede bedankt sich der ukrainische Präsident für die Solidarität Österreichs mit den Kriegsopfern. Zuallererst möchte ich mich bei drei österreichischen Städten bedanken: Wien, Linz und Graz. Die Krankenhäuser dieser Städte haben unsere Menschen aus Brovary, einer Stadt im Gebiet Kiew, gerettet, das Leben dieser Menschen gerettet. Menschen, die Verbrennungen erhalten haben nach einem Hubschrauberabsturz. Das war ein sehr wichtiger Ausdruck der Unterstützung. Schon seit 400 Tagen dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine bereits an. Zelensky berichtet von den Kriegsgräueln in seinem Land. 174.000 Quadratkilometer der ukrainischen Gebiete sind durch Minen kontaminiert. Das sind Geschosse, die nicht explodiert sind. Diese kontaminierten Gebiete sind so groß wie die doppelte Fläche von Österreich. Angesichts der russischen Aggression sieht Zelensky die österreichische Neutralität in keinem Widerspruch. Wenn entsprechende Fragen in der UNO-Generalversammlung, im EU-Parlament oder auf anderen internationalen Plattformen erörtert werden, zu verstehen, wie wichtig es ist, moralisch nicht neutral gegenüber dem Bösen zu sein. Hier geht es nicht um Geopolitik. Es geht darum, dass ein Mensch immer ein Mensch bleiben muss. Für die freiheitlichen Abgeordneten ist die Rede trotz allem nicht vereinbar mit der österreichischen Neutralität. Dennoch ist der Sitzungssaal im Hohen Haus fast voll. Zu Gast ist auch etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Zelensky bedankt sich bei ihm für seinen Besuch in der Ukraine. Es sei ein Zeichen der Unterstützung. Wir möchten Sicherheit und Ruhe. Wir möchten Freiheit und Glück für unsere Kinder in unserem ukrainischen Haus. Wir möchten, dass die internationalen Verträge und Konventionen, durch die die Sicherheit der Völker und die Souveränität der Staaten garantiert wird, dass das alles funktioniert. Ist das zu viel verlangt? Mit Applaus für Zelensky geht die Live-Schaltung aus Kiew in das Parlament an der Wiener Ringstraße zu Ende. Das war sie also, die Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im österreichischen Parlament. Eingangs hat ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ja betont, dass Österreich zwar militärisch neutral sei, aber dennoch an der Seite der Ukraine stehe. Der ukrainische Präsident hat dann am Beginn seiner Rede Österreich gedankt. Er hat sich auch bei Bundeskanzler Karl Nehammer bedankt und Russland für seine Angriffe verurteilt. Jeden Tag verliert die Ukraine Menschenleben, hat er gesagt. Darauf hingewiesen, dass sein Land Unterstützung für Sicherheit und Ruhe benötigt. Das war eine sehr bildhafte und emotionale Rede. Zelensky hat auch die Parlamentsparteien eingeladen, in die Ukraine zu kommen, um mit eigenen Augen zu sehen, warum jede Stimme für die Ukraine wichtig ist. Wie er gesagt hat, das Böse wird immer verlieren. Das war einer seiner Schlusssätze, Hans Bürger. Wer nicht an seiner Rede teilgenommen hat heute, sondern eben ein Zeichen des Protests hier gesendet hat, war die FPÖ. Und es ist so, dass die ÖVP sagt in einer Aussendung, aber auch schon vorher, die FPÖ verwendet die österreichische Neutralität als Vehikel sozusagen, um Putins Positionen in Österreich salonfähig zu machen. Kann man das so sagen? Das ist schon etwas verkürzt. FPÖ-Chef Kickl hat ja in den letzten Tagen auch gesagt, er ist gegen jeden Auftritt einer kriegsführenden Partei. Also er würde sich auch dagegen verwehren, wenn jemand aus Russland oder gar Putin im österreichischen Parlament auch virtuell auftritt. Also so gesehen kann man das direkt so nicht interpretieren. Mhm. Dass es eine gewisse Russlandfreundlichkeit der Freiheitlichen Partei gibt, wissen wir seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich. Es hat einen Freundschaftsvertrag zwischen beiden Parteien gegeben, den der neue Parteichef Kickl nicht verlängert hat, der
zwar in der Frist versäumt wurde, dass man sich aus diesem Vertrag zurückzieht, aber dennoch hat die russische Seite dann auch diesen Vertrag beendet. Also offiziell gibt es das alles nicht, aber es hat viele Besuche auch in den letzten Jahren gegeben seitens freiheitlicher Delegationen in Moskau, die zum Teil sehr umstritten waren. Also dass die Freiheitliche Partei ein anderes Verhältnis zu Russland hat, ist evident, das sieht man. Aber man muss schon auch auf der anderen Seite sagen, das Verhältnis Österreichs zu Russland war grundsätzlich ein anderes, logischerweise vor Kriegsausbruch. Wir wissen, dass auch die österreichische Wirtschaft bis zum Wirtschaftskammerpräsidenten Leitl ein sehr enges Verhältnis zum russischen Präsidenten hatte. Aber natürlich ist seit dem 24. Februar 2022 alles anders. Mhm. So ein Freundschaftsvertrag, den Sie jetzt angesprochen haben, was bedeutet denn das eigentlich genau? Eigentlich bedeutet das nicht sehr viel, aber es bedeutet, dass eben eine österreichische Partei mit einer russischen Partei, nämlich der Putins, eine Art vertiefte Kooperation hat. Das hat natürlich dann schon auch zu Spekulationen geführt, wie viel Geld fließt möglicherweise aus Russland in übrigens nicht nur die FPÖ, sondern andere nationale Parteien quer durch Europa. Das kann man nicht festmachen, das weiß man nicht, aber dass es grundsätzlich ein besseres Verhältnis gibt, wie gesagt, der FPÖ zur Partei Putins, das ist ziemlich, liegt auf der Hand. Jetzt ist es auch so, dass die FPÖ immer wieder anführt, dass Österreich ja eben neutral ist und dass es deswegen nicht in Ordnung sei, wenn eben der ukrainische Präsident im Parlament spricht, auch nicht bei einer Veranstaltung vor der Nationalratssitzung, so wie das eben heute war. Und da würde ich gerne nochmal diese Eurobarometer-Umfrage anführen, weil die zeigt nämlich, dass das neutrale Irland, dass es da so ist, dass die Menschen zu 91% die Maßnahmen für die Ukraine mehr oder weniger befürworten. Und in Österreich sind es insgesamt 57, also zwei neutrale Länder, ein sehr doch unterschiedlicher Wert. Worauf führen Sie das zurück? Also da müsste ich jetzt schon ein bisschen weiter in die Vergangenheit hineingreifen. Die Österreicherinnen und Österreicher waren, was Europa betrifft, immer sehr volatil, wie man heutzutage so schön sagt. Also es ging eigentlich mit der EU-Stimmung bergauf und bergab. Sobald in diesem Land gemerkt wird, dass irgendetwas, ich sage es jetzt einmal sehr salopp, zu teuer werden könnte, dass wir zu viel Geld nach Brüssel schicken, wie es ja immer an den Stammtischen auch heißt, dann steigt sofort die Europaskepsis, was dabei vergessen wird, dass wir nichts nach Brüssel schicken, sondern dass wir selbst Teil der Europäischen Union sind und unsere Regierungsmitglieder einschließlich dem Regierungschef regelmäßig an Sitzungen in Brüssel teilnimmt. Also wenn es manchen passt, dann ist es ganz gut, dass wir die Europäische Union haben. Wenn es dann zu schwierig wird oder man das Gefühl hat, man hängt von Brüssel ab, dann steigt sofort die Skepsis. Also Österreich ist da sehr, sehr, sehr schwankend in seinen Stimmungen. Blöder Vergleich, passt vielleicht nicht dazu, aber es ist ähnlich wie im österreichischen Sport. Also wenn jemand sehr gut ist und dann nach unten fällt, ist der sofort weg oder sie in der Zustimmung. Es ist so, dass wir ein Land sind, das Stimmungen sehr stark nach oben und unten schweifen lässt. Und da setzt sich natürlich die Freiheitliche Partei immer drauf und hat da auch einen Instinkt, wenn es in solche Richtungen geht. Was Sie auch angesprochen haben, war eben die frühere Beziehung Österreichs zu Russland. Schauen wir nach Russland. Russland stellt sich laut eigenen Aussagen ja auf eine lange dauernde Konfrontation mit dem Westen insgesamt ein, eben einerseits militärisch mit der Ukraine, andererseits aber auch was die Sanktionen betrifft. Was zeigt denn der Blick nach vorne? Was bedeutet das für die Ukraine? Das bedeutet für die Ukraine, dass sie noch ganz lange militärische Unterstützung vom Westen brauchen wird. Die Frage wird vielleicht aber auch einmal aufkommen, wie lange der Westen mitgehen kann. Wir haben vorher schon von einem Zermürbungskrieg gehört und auch darüber gesprochen. Wenn dieser Kriegsverlauf sich so weiterentwickeln würde, dann kann schon auch der Punkt kommen, wo der Westen dann irgendwie sagt, so jetzt sind wir auch müde, jetzt können wir nicht mehr und den Druck auf Kiew erhöht, um Verhandlungen aufzunehmen. Ehrlicherweise weiß niemand, wie dieser Krieg weitergeht, wie sich die Offensiven, die angekündigt sind, weiterentwickeln werden. Und wenn man den Worten Selenskys auch Glauben schenkt, und da gibt es ja keinen Zweifel dran, dass er das so meint, wie er sagt, dann stellt sich auch die Ukraine auf einen sehr langen Kampf ein, denn er hat gesagt, auf der Krim hat dieser Krieg begonnen, damals mit der Annexion Russlands 2014. Auf der Krim wird dieser Krieg auch enden.
Ich persönlich glaube das nicht, weil die Krim für Putin wirklich eine ganz, ganz dicke rote Linie ist. Also ich glaube, wenn, dann muss da vorher etwas passieren. Das wollte ich Sie gerade fragen. Eben, man fragt sich, ist das überhaupt realistisch, dass Russland sich tatsächlich komplett wieder zurückzieht aus der Ukraine? Ich glaube nicht. Also wie gesagt, derzeit sind die Fronten dermaßen verhärtet, dass es Bedingungen gibt, sowohl von der ukrainischen Seite als auch von der russischen Seite, die keine der beiden Seiten erfüllen kann oder will. Es muss irgendwann zu einem Punkt kommen, wo man miteinander redet und wo es dann eine Lösung gibt, die beiden Seiten keinen Gesichtsverlust verursacht. Also wann dieser Punkt kommt, das wissen wir nicht. Aber irgendwann einmal muss einfach darüber gesprochen werden. Johannes Malowitz, herzlichen Dank. Hans Böger, danke für die Zeit. Hier in ORF2 geht es jetzt weiter mit der Plenarsitzung des Nationalrats. Den Beginn macht die Fragestunde an Außenminister Alexander Schallenberg. Anschließend geht es um einen unbeschränkten Zugang vertriebener Ukrainerinnen und Ukrainer zum österreichischen Arbeitsmarkt und eine nachträgliche Aufstockung des Teuerungsausgleichs für Mindestpensionistinnen und Pensionisten. Fritz Jungmeier kommentiert: Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Vormittag. Wir sehen uns um 13 Uhr zur nächsten Zeit im Bild wieder. Ich freue mich auf Sie. Bis später.